Präoperative Kraft des Quadrizeps, Propriozeption und sensomotorische Kontrolle scheinen wichtige Faktoren für das postoperative funktionelle Ergebnis bei Patienten mit Knorpelschaden am Knie zu sein. Deshalb macht es Sinn, die Zeit von 4 bis 6 Wochen zwischen der Knorpelzellentnahme und der Kultivierung der Chondrozyten für ein präoperatives Training zu nutzen. 4 bis 6 Wochen ist die minimale Zeitspanne, die nötig ist, um einen Anstieg der maximalen Muskelkraft, die auf neuronale Anpassung zurückzuführen ist, zu erreichen. In diesem Zeitraum können die Patienten ihren Körper und ihr Denken auf die Phase nach der Zelltransplantation vorbereiten. Für das präoperative Training werden mit den Patienten 3 wichtige Ziele vereinbart. Das erste Ziel ist die Verbesserung der Muskelkraft des Beines, um bestmöglich auf die Zelltransplantation vorbereitet zu sein und ein langfristig anhaltendes, besseres Operationsergebnis zu fördern. Das Krafttraining wird an Geräten wie der Beinpresse, dem Kniebeuger und dem Kniestrecker durchgeführt. Kniebeugen, Lunges und Nordic Hamstring sind weitere Beispiele für mögliche Kraftübungen. Das zweite Ziel ist die Verbesserung der Koordination und Propriozeption, um das Kniegelenk funktionell zu stabilisieren, das Gefühl für die Gelenkstellung im Raum zu fördern und die Balance zu verbessern. Übungen wie die Kreuzkoordination, Strecksprünge, Seitsprünge und Kreuzsprünge haben einen hohen koordinativen Anspruch und verbessern so die Stabilität der Beinachse. Das dritte Ziel ist die Verbesserung der Kraft der Rumpf- und Hüftmuskulatur, weil eine gute Rumpfkontrolle und eine bessere Hüftmuskulatur auch die Beinachsenstabilisierung verbessert. Als Beispiele für rumpfstabilisierende Übungen sind hier der Unterarmstütz und der Seitstütz zu sehen. Die Hüftgelenkabduktoren werden durch Lunges und Abduktorentraining am Seilzug gekräftigt.